Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Episode von Bloodborne. Und ja, ich war ja in der letzten Episode gerade am Entscheiden, ob ich hier weitergehe oder ob ich mir doch das Item da unten hole, wo allerdings irgendwas oder irgendjemand gegen die Tür klopft und ich so die vage Vermutung habe, dass sobald ich mir das Item hole, dieses jemand oder etwas hier durch die Tür kracht. Aber ich riskiere es jetzt einfach trotzdem mal. Und eine Blutviole. Und nichts passiert. Sehr schön. So gefällt mir das. Ja, und wenn wir schon beim Thema Türen sind, ich habe auch den Tipp erhalten, dass man erkennt, ob man jetzt hier an einem Fenster oder eine Tür klopfen kann, wenn da vorne eine Lampe leuchtet, was hier mal nirgendwo der Fall ist. Aber diese Theorie werden wir, wenn wir mal es sehen, dann auch gleich austesten. Aber jetzt geht es jedenfalls mal weiter. Und ich bin schon mal gespannt, was mich jetzt erwartet. Da hinten ist jedenfalls schon wieder mal ein Item. Das hier kann man auch sicherlich kaputt machen. Kann man auch. Bringt mir aber nichts. Und mir ist es hier gerade viel zu ruhig. Na gut, passt aber auch nach der Gegnerwelle, die am Ende der letzten Episode war. Ist mir das nur recht. Noch eine Blutscheinsterbe. Sehr schön. Brauche ich ja, um meine Waffen aufzubessern, wobei ich noch immer nicht weiß, wo diese Werkstatt sein soll. Irgendjemand lacht. Oh, da unten sind eingekerkerte Hunde. Und da sehen wir auch schon so eine Laterne, die hier leuchtet. Ich glaube nicht, dass ihr von hier seid. Nee, bin ich auch nicht. Tja. Ihr sitzt draußen fest in einer Nacht der Jagd. Ah, ihr armes, armes. Ja, ich weiß. Tja, das findest du wahnsinnig witzig, hä? Ich glaube nicht, dass ich... Ja, bla bla bla. Sie wiederholt sich. Dann ist es... Oh, da könnte ich sogar runter. Da könnte ich sogar nach unten. Will ich aber jetzt ehrlich gesagt noch nicht, denn das sieht mir irgendwie so... ein Punkt ohne Rückkehr aus. Und das will ich noch nicht. Da will ich vorher hier mal gucken. Was zur Hölle lacht denn hier so bescheuert? Da liegt jedenfalls irgendwas. Da gehe ich mal noch nicht ran. Oh, das hat hier an die Tür geklopft. Okay. Das ist natürlich die Frage, ob er mich bemerkt. Ja, der bemerkt mich. Shit. Was bist denn du für ein Lustiger, hä? Eigentlich hätte ich ehrlich gesagt vorgehabt, ihn eins reinzuballern, nämlich genau so. Hey, und er lebt ja noch. Nicht cool. Shit. So, aber meine ganzen HP wieder zurückbekommen. Sehr schön. Muss ich dafür keine Fiole verschwenden. Aber ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass der eine Schlag jetzt noch ausreichen wird. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Was habe ich von dem jetzt bekommen? Shit, da war eine Fackel. Was mache ich mit einer Fackel? Was mache ich mit einer verdammten Fackel? Kaltbluttau. Daraus können Blutechos gewonnen werden. Ah, es wird dann wohl sowas wie die Seelen sein, die man auch bei Dark Souls hatte, um daraus Seelen zu bekommen. Ja. Fackel. Ah. Die kann ich ausrüsten. Aha. Machen wir doch gleich mal. Und dann können wir damit Leute abfackeln. Sehr schön. Die behalten wir mal in der Hinterhand, würde ich sagen. Wo geht's denn hier noch überall hin? Scheiße, ich habe keinen Plan, wo es weitergeht. Ah, da sind ja noch irgendwelche Krähen, die kann ich anvisieren. Also Gegner. Holy shit, da ist noch eine. Aber nicht mit mir. Die dritte hat mich jetzt aber ein bisschen überrascht. Aber kein Ding. Eine Ölurne. Gucken wir doch auch mal nach, was das ist. Eine Uhr, die beim
Eine Uhr, ja, eine Uhr, eine Urne, die beim Wurf ein Ziel mit Öl bedeckt. Nö, ich will eigentlich... Ihr Ziel trifft, wird das Ziel in Öl getränkt und ist leicht entflammbar. Feuer ist auf der Jagd häufig im Gebrauch, die Ölen unterstreichen seine Wirkung. Beim Verbrennen von Bestien sind Jäger gelegentlich trunken vom Gefühl der Reinigung. Okay, heißt das, wenn ich jetzt irgendwas mit einer Urne bewerfe und danach mit einem Molotow, dann mache ich mehr Schaden. Schätze ich mal. Schätze ich mal, schätze ich mal. Aber dieses bescheuerte Lachen hier hört auch nicht auf, ne? Ich frage mich echt, von wo das kommt. Und das ist ein bisschen creepy. Und ich höre etwas, aber ich sehe nichts. Ich habe hier doch gerade irgendwo irgendjemanden herumstapfen gehört. Keine Ahnung wo. Egal. Mal Item geholt. Wieder mal ein Bluttau. Heißt sehen, wobei ich noch immer nicht weiß, wo zur Hölle ich meinen Charakter aufbessern kann. Das geht noch immer nicht. Was? Ah, da ist jemand draufgegangen. Oh. Da oben ist ein Hund. Der ist wahrscheinlich gegen die Hunde draufgegangen. Okay. Ist von einem Gerät verschlossen. Ja, das bescheuerte Gerät, ey. Hundis, Hundis. Einer weniger. Was ist denn für ein Hinweis? Traurig Überfall. Oh shit, wie viele kommen denn da? Das ist ja schon wieder mal ein ganzer Haufen, hä? Hier, bitte. Gut. Oh shit, der schießt. Mieser kleiner Motherfucker, hä? Shit, der sieht mich. Oh, ging's daneben und musst du nachladen. Scheiße, ne? Blödes Mistvieh. Sind verdammt schnell, die Hunde. Hier ist nix. Quecksilberkugeln, sehr schön. Und eine Blutviole. Und was ist das Symbol hier links? Hier ist mir ja neben der Blutviole und auch bei den Quecksilberkugeln irgendein komisches Symbol noch angezeigt worden. Und ich habe keine Ahnung, was das Symbol sein soll. Schreib mir du. Vorsicht vor Bestie. Ich will aber ehrlich gesagt... Oh shit, das sind Werwölfe. Okay, ich will aber ehrlich gesagt sowieso, bevor ich hier weitergehe. Und irgendwie sieht es mir so aus, als ob das hier der Hauptweg wäre. Will ich doch eigentlich gerne mal... Es gab da hinten doch noch... wo war es denn jetzt nochmal? Hier oben, oder? Die eine Stelle, wo ich nach unten springen konnte. Nämlich genau hier. Hallo Hundis. Kann ich die platt machen? Kann ich sogar. Machen wir das mal sicherheitshalber, auch wenn ich es total gemein finde, die eingekerkerten Hunde zu töten. Aber naja, es muss sein. Hier sollte niemand zu Hause sein. Nee. Oh, da geht's auch hoch. Kümmern wir uns aber, glaube ich, zuerst mal. Oh shit, der kam hoch. Na komm, greif an. Nicht mit mir, Freundchen. Ich glaube aber, fuck, jetzt bin ich gerade im Überlegen. Wo ging Heil nochmal? Nach unten? Nee, da war Wechseln. Dreieck war's, oder? Ja, gut. Okay. Sorry, aber du musst sterben. Tut mir wahnsinnig leid. Noch einer.
Aber ihr müsst weg. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, dass vielleicht irgendwann mal die Käfige hier aufgehen und ihr dann alle vor mir steht. Das würde ich nie so mega geil finden. Hier ist niemand zu Hause, also irgendwie scheint sich die Theorie mit den Lampen zu bewähren. Ach, war ja klar. Okay. Nochmal Blutau. Aber ich hatte zumindest schon mal einiges an Seelen. Was ist denn das? Das sieht schon wieder so verdammt ominös aus mit diesem roten Licht. Und wem bellst du an? Oh, was? Und, tja, kennt ihr einen sicheren Zufluchtsort? Nö, im Prinzip eigentlich nicht. Ich habe vieles gehört. Sich zu Hause einzuschließen reicht nicht immer aus. Würde die Jäger den Hintern bewegen, hätten wir diese Probleme nicht. Ihr seid dazu verpflichtet, mir zu helfen. Hört ihr? Also, wie ist es? Erzählt ihr mir davon oder nicht? Ja, ich kann nur Nein sagen. Ach, geh mir zurück. Ich hätte es wissen müssen. Ihr seid so nichts Nutze. Ihr habt keinen Respekt vor dem Alter, das ist es. Ja, diese Fremden sind wirklich gut für uns. Na los, gebt es zu. Ihr haltet uns doch alle für verrückt. Ach, verschwindet. Ein kleines bisschen, ja. Ich kenne alle eure Tricks. Ja, das glaube ich nicht, aber egal. So, wo geht's aber jetzt zur Hölle hier wieder hin? Hallo? So viele Kisten, die ich alle kaputt machen muss. Es muss einfach sein. Oh, und da geht's auch noch raus. Okay. Falle voraus. Danke für den Tipp. Verborgener Pfad voraus. Okay. Das ist ja mal ein guter Hinweis, auch wenn ich den vorher schon gesehen habe, den Pfad. Aber das war ja mal ganz nett. Oh shit, was bist denn du für einer? Er sieht nicht gesund aus, so wie du aussiehst, mein Freund. Oh, der schlägt nochmal. Und nochmal. Du, dieser kleiner Pisser. Mann, dass der so oft schlägt, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Aber irgendwie glaube ich, die Gegner hier sind noch ein bisschen zu stark, denn der hat einiges ausgehalten. Gehen wir nochmal zurück. Aber wir merken uns die Gegend mal. Aber wir hatten da hinten ja noch den anderen Pfad, die Treppen nach oben. Und vielleicht sollte ich auch wieder zur Brücke zurück. Ne, Blödsinn, kann ich ja nicht mehr. Ich kann hier nicht mehr hoch. Egal. Okay, hier geht's hoch und hier. Meine Güte, es gibt so viele Wege. Oh, shit, dick, Mann. Ist da unten mal wieder. Ich gucke zuerst mal nach oben. Aha. Okay, Kaltblut, aber hier komme ich nicht hoch. Aber immerhin ein Atem. Immerhin. So, gehe ich jetzt so den Typen nach unten oder... Ja, komm. Machen wir den Pisser. Oh shit, die sind zu zweit. Shit. Wieso hat ihn das nicht gestunt? Shit, ey. Ey, wieso? Ich bin doch ausgewichen, oder? Scheiße. Scheiße, ey. Komm schon, nochmal. So, jetzt versuchen wir das aber nochmal mit dem Stun. Hat nicht geklappt. Wieso funktioniert das jetzt nicht mehr? Das hat doch beim ersten auch so wunderbar funktioniert. Oh shit, ey. Oh shit, der kommt nochmal. Au! Zurück.
Heilige Scheiße, was ich gerade an Blut für ihn verschwende, ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Aber solange ich den Typen hier immer schön herlocke, geht's doch eigentlich voll klar. So, einen bekommst du noch ab. Und jetzt bist du tot. Muss ich mich nur noch um den zweiten Kollegen kümmern. Ah, danke. Immerhin ein paar Blutviolen. Oh shit, da kommt schon Kollege Nummer 2. Ich frage mich wirklich, wieso? Das ist echt fies, was ihr hier macht. Ja. Ich frage mich trotzdem noch immer, wieso zur Hölle hat das dann nicht funktioniert. Jetzt war es zu früh einfach. Okay, das ist mir klar. Jetzt hat es funktioniert. Aber ich war zu spät. Oh, shit. Ach, dieses Zeitfenster, was man dafür hat, um dann den vernichtenden Schlag auszuführen, ist auch nicht besonders groß, hä? Gut. Hat zwar funktioniert, auch wenn es nicht so war, wie ich das wollte, aber egal. Glänzende Münzen. Ausgewählte Münzen, die dir den Weg weisen. Während der Jagd gibt es wenig Verwendung für Kleingeld, aber in der Dunkelheit dient sie als Führung. Okay. Damit wären die beiden Sackgesichter mal weg. Ich habe schon wieder so viel Wege zum Gehen. Ach Gott, ey. Moment mal, wir sind doch... Da oben waren wir, da ging es nicht weiter. Ich könnte aber auch hier noch gehen. Scheiße, ey, ich habe keinen Plan, wo es lang geht. Bin mir schon sowas von sicher, dass ich hier total falsch bin. Hier ein Item vielleicht? Nein. Hier? Nein. Boah, ey. Ist das ein Fahrstuhl? Das Gerät funktioniert derzeit nicht. Schade, schade. Aber ist zumindest mal ein Weg, wo ich weiß, da muss ich noch nicht entlang. Zumindest mal etwas. Wo bist du gestorben? Nirgendwo, anscheinend, weil ich den Geist nicht sehe. Sackgasse, dann mal hier nach oben. Ich höre jemanden. Irgendwo. Irgendwie und irgendwann. Gott, ich hoffe nur... Oh, shit, ey. Freundchen. Du hast mich ein bisschen... überrascht, muss ich sagen. Oh, die Tür könnte ich sogar öffnen. Licht voraus. Was heißt denn hier Licht voraus? Noch eine Blutsteinscherbe. Nice. Momentchen mal. Das ist ein Shortcut. Schön. Schön, finde ich gut. Und hier, das habe ich übersehen beim ersten Mal. Oh, ihr müsst eine Jägerin sein. Und ihr seid nicht von hier. Ich bin Gilbert. Ich bin auch ein Fremder. Ihr müsst viel Spaß gehabt haben. Janam hat eine besondere Art, mit Gästen umzugehen. Ich glaube nicht, dass ich aufstehen könnte, wenn ich wollte. Aber ich möchte gern helfen, wenn es irgendetwas gibt, was ich tun kann. Wüsste nicht was. Diese Stadt ist verflucht. Was auch immer ihr vorhattet, ihr solltet schnell von hier verschwinden. Was auch immer man hier finden kann. Es bringt mehr Schaden als Nutzen. Wiederholst du dich? Nein. Okay. Nie davon gehört. Aber wenn ihr an Blut interessiert seid, solltet ihr es bei der heilenden Kirche versuchen. Die Kirche kontrolliert das gesamte Wissen über die Blutbehandlung und alle Arten von Blut.
Hinter dem Tal im Osten Jarnams liegt die Stadt der Heilenden Kirche, der Kathedralenbezirk. Und tief im Kathedralenbezirk steht die alte große Kathedrale, der Geburtsort des besonderen Blutes der Heilenden Kirche, wie es heißt. Mhm. Die Aramiten teilen nicht viel mit Fremden. Normalerweise würden sie euch nicht in die Nähe dieses Ortes lassen, aber heute Nacht ist die Jagd. Das könnte eure Chance sein. Okay, jetzt haben wir mal ungefähr einen Plan, wo wir hin sollen, nämlich in die Kathedrale. Im Osten Jarnams liegt der Kathedralenbezirk. Tief in diesem Bezirk steht die alte Hauptkathedrale. Hat er das nicht gerade irgendwie gesagt, nur anders formuliert? Ich habe noch nie etwas von Bleichblut gehört, aber das ist eure beste Chance, wenn es etwas mit einzigartigem Blut zu tun hat. Okay. Hast du noch mehr Infos? Im Osten Jarnam, tief in diesem Bezirk. Nee. Ich habe noch nie etwas. Das ist. Okay, er wiederholt sich. So, ich glaube aber, ich gucke jetzt mal wieder. Wobei. Wenn ich jetzt wieder zurückgehe in den Traum des Jägers, oder wie es hieß. Ja, Traum des Jägers. Dann sind doch alle Gegner wieder da. Und das will ich ehrlich gesagt auch noch nicht. Zumindest jetzt noch nicht. Denn ich will gerne noch hier mal reingucken. Da steht doch einer, oder? Ja, da steht einer. Dann komm mal raus, mein Freund. Oh, 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 oh. Ey, wie siehst du den bitte an? So. Gib mir das Item, danke. Aber das hier kann ich auch mal wieder einklappen. Brauche ich zurzeit nicht. Hier ist es finster. Wie wär's mit Fackel? Wozu habe ich denn das? Da sitzt doch einer. Keine Gnade für Rollstühle. Okay, ich schätze mal, das bedeutet, dass der Typ ein Gegner ist. Tatsächlich ist er auch. Keine Gnade für Rollstuhlfahrer. Blutcocktail. Und Quecksilberkugeln. Okay, doggy. Untersuchen. Als die Jagd begann, hat uns die heilende Kirche verlassen und die große Brücke in der Kathedralbezirk blockiert, da in dieser mondhellen Nacht Aldianam abbrannte. Okay. Okay, heißt also, wir müssen eigentlich im Prinzip über die große Brücke. Okay, doggy. So, hier komme ich ja. Öffnet sich nicht von dieser Seite. Ach, ihr wollt mich ja verarschen, hä? Oh, hallo Freundchen. Oh, es sind sogar zwei. Oh, shit. Irgendwie hat es gerade ein bisschen Probleme mit den Anvisieren. Gerade wenn die Typen auf Stufen herumlaufen. Funktioniert das nicht so ganz, muss ich sagen. Ach, mach nicht so melodramatisch, ey. Oh, da steht auch einer. Bluttau. So, ich versuche jetzt mal, mich gekonnt an diesen Typen hier anzuschleichen. Oh, boom! Nice! Hat doch wunderbar funktioniert und wir sind wieder auf der Brücke, oder? Da steht ein Dicker. Da sind Werwölfe. Ja, tatsächlich. Wir standen vorher auf der anderen Seite. Da hinten. Okay. Ich werde jetzt aber, glaube ich, mal trotzdem in den Traum des Jägers zurückgehen. Ich möchte wissen, ob es da jetzt vielleicht mal irgendwie was Neues gibt. Ich könnte aber vorher noch. Moment mal, dafür muss ich hier entlang. Ich möchte mir nämlich gerne noch, bevor ich das tue. Falsch. Hier muss ich lang. Ich möchte mir nämlich gerne noch die Tür von dieser Seite öffnen. Ja, genau so. Danke. Was sagt der Hinweis? Erinnerst du dich an Feuer? Tue ich ja.
Was hat das mit mir zu tun? Egal. So, jetzt sind wir wieder hier. Okay, dann jetzt aber zurück in den Traum. Wir haben jetzt immerhin diesen wunderbaren Shortcut hier. Also kann's mal zurückgehen und währenddessen ich mich auf den Weg mache, sage ich vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Tschüss, auf Wiedersehen. Und man sieht sich.